Heute mal wieder ein Knoten aus der großen Gruppe der Zierknoten. Er wird als militärischer Knoten bezeichnet. Kenner werden erkennen, das ist nichts anderes als ein Trossensteg, also ein Carrick Band mit Schlaufe. Der Name militärischer Knoten deutet wohl schon darauf hin, dass er vor allen Dingen im militärischen Bereich zur Verzierung benutzt wurde oder wird. Der militärische Knoten. Wir legen in Leine eine Bucht. Dann machen wir mit der linken Leine ein Unterhandauge gegen den Uhrzeigersinn und schieben dieses Auge unter die rechte Part. Jetzt wird mit dem rechten Arbeitsende unter die Leine, über, unter, über, unter. Also unter, über, unter, über, unter. Ziehen wir ihn vorsichtig zu, bringen ihn in Form, und haben unseren militärischen Knoten.